Heute waren wir eingeladen zur Übergabe der neuen Spielgeräte am Spielplatz in der Nussbergstraße. Der Bolzplatz, der zu diesem Spielplatz dazugehört, wurde uns vom Bauherrn versichert, wird noch dieses Jahr 2019 fertiggestellt. Meine Mama arbeitet auch in der Stadt. Ehrlich, was macht denn deine Mama in der Stadt? Was willst du nicht? Weißt du die? Probeschaukeln? Hm? Ja, ich mach ja. Groß. Wir beiden? Also, ja, zeig mal, wie das. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du bist zu groß. Da muss man mal ganz laut schreien. Termin auch die Presse erschienen ist, denn es ist sicherlich kein großer Termin. Aber uns ist schon wichtig, auch zu zeigen, dass wir erstens über eine Vielzahl von Spielplätzen verfügen in der Stadt. Es sind nämlich über 80. Das ist vielen Bürgern gar nicht so klar. Dass wir aber unsere Spielplätze auch immer wieder nicht nur auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüfen, sondern dass wir auch immer wieder nachrüsten. Das heißt, wir versuchen sie immer auch zeitgemäß zu halten. Wir versuchen auch, dass die Spielplätze gewissermaßen mit den Kindern mitwachsen. Also wir tauschen auch mal Spielgeräte aus und passen sie auch entsprechend den Altersgruppen an. Und ich denke, hier mit dem neuen Spielplatz haben wir auch bewiesen, dass wir hier ganz aktuell sein können und Dinge wie zum Beispiel eine Kletterwand oder so eine Röhrenrutsche oder auch so ein Klettergerüst, wo man einfach auch frei klettern kann, dass wir solche Bedürfnisse auch der Kinder nach Bewegung und nach flexibler Bewegung, nicht nach vorgegebener Bewegung, hier auch anbieten können. Ich freue mich besonders, dass dieser Spielplatz zwar als Konstruktion in seinen Einzelteilen so bestellt und geliefert wurde, das aber von unseren Mitarbeitern aus dem Servicebetrieb aufgebaut wurde, eigens aufgebaut wurde, und zwar hier von unseren Lehrlingen, darf man es noch sagen, wie heißt das? Ja. Auszubildenden, Lehrlingen, wie sagen Lehrlingen? Also von unseren Lehrlingen aufgebaut wurde und dass damit natürlich auch Kosten gespart werden. Das heißt, Personalkosten fallen natürlich an, aber wir können sie intern verrechnen. Insgesamt hat die Baumaßnahme 43.000 Euro gekostet. Die Spielkombination hat einen Wert von 24.000 Euro. Also Sie sehen, das hat auch alles seinen Preis. Natürlich auch die Instandhaltung, Verkehrssicherung. Ist uns aber das Geld wert, weil es unseren Familien, unseren Kindern, unseren jungen Eltern zugutekommt. Wir sind immer wieder auch angesprochen worden, für genügend Sitzgelegenheiten zu sorgen, für Eltern, für Großeltern. Ich denke, das ist hier auch, dem ist auch Rechnung getragen worden. Also wenn man sich hier einmal umblickt, dann sehen wir hier diverse Sitzgelegenheiten. Ganz neu hier diese Sitzkombination mit Tisch. Ich glaube, das ist auch nett für, wichtig für Eltern, die sich länger Zeit verbringen. Ich freue mich, dass wir schon die ersten Nutzer hier haben. Das ist nämlich die Kindergartengruppe aus dem Kindergarten Gut Deutschhof mit ihrer Erzieherin. Da sagen Sie mir gerade nochmal Ihren Namen bitte. Frau Söllner, die Leitung des Kindergartens. Und Sie nutzen nämlich gerne diesen Kinderspielplatz und auch den Bolzplatz. Und der ist schon ausgeschrieben. Also die Leistungen für den Bolzplatz ist ausgeschrieben. Das heißt, da werden wir nächstes Jahr rangehen, sodass wir den mutmaßlich dann auch im Sommer 20 spätestens dann auch freigeben können. Ja, vielen Dank stellvertretend dem Baureferenten. Herr Rüttin, ein paar Sätze noch aus baulicher Sicht. Ja, Sie möchten. An sich alles gesagt. Über 80 Spielplätze in der ganzen Stadt. Ich glaube, das zeigt auch recht deutlich, welchen Wert wir diesem Thema zumessen. Was man noch sagen könnte, schöner alter Baumbestand drumherum, an heißen Tagen, schön schattig, angenehm kühl. Also von daher eigentlich, kann man fast sagen, vorbildlicher Platz. Herr Bredin, ich hätte auch mal eine Frau. Und zwar ist da gerade ein Kind abgestürzt, am Gerüst, zwar in dem mittleren Bereich, in dem grauen Bereich, wo diese grünen Stöpsel drauf sind. Und es sah ja ziemlich gefährlich aus. Und wird dann nochmal nachgearbeitet oder bleibt es so, wie es ist? Also aus meinem Stand heraus bleibt es, wie es ist. Ist ja gedacht für Kinder ab 5. Ich habe das beim Hersteller bemängelt. Aber das ist ganz klar TÜV abgenommen. Das Spielgerät ist offiziell erst ab 5 Jahren. Das soll die Hürde sein dafür. Es kommt auch noch eine kleine Anbaurutsche für Kleinkinder her, sodass die Kleinen dann das auch nutzen können. Von unserer Sicht aus darf nichts verändert werden.
sonst würden wir nicht innerhalb dieser DIN-Norm bleiben. Also für so ein wilderes Spiel haben wir im Prinzip auch diese Sandfläche, also die dient auch dazu, dass das, wenn man runterfällt, auch bei einem wilderen Spiel, das auch ohne Blessuren. Da sind auch Holzpfosten da, wo man also hinfallen könnte. Ja, wobei, ist jetzt natürlich ein bisschen weiter gefasst, also zum einen soll so ein Spielplatz, wie es natürlich auch, sage ich mal, die freie Natur auch tut, ein Stück weit anders umgehen mit Verantwortung und Risiko heranführen. Also was kann ich, was kann ich nicht. Natürlich muss man immer aufpassen, das kann ich als engagierter Großvater nur bestätigen, muss man einfach halt auch aufpassen. Also gut, vielen Dank. So, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was meinen Sie jetzt hier an Fragestellen? Das hier, dieses Ding hier, oder was? Und das Graue da in der Mitte. Ja. Das Kind ist halt hier runtergelaufen und ist da runtergerutscht, ist da runtergefallen. Ja. Blaue Flecken und großes Geschrei. Gut, aber vielleicht überwiegt die positive Nachricht, dass wir hier einen wunderbaren neuen Kinderspielplatz haben.